Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Spätestens nach den letzten beiden Reden scheint es mir wichtig zu sein, dass wir die gesamte Debatte wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Ich glaube, es geht schon darum, die Dinge richtig einzuordnen. Und wenn da zum einen von der AfD, zum anderen von der Linke, zum anderen von den Grünen so getan wird, als würden wir widersprüchliche Gesetzentwürfe vorlegen, dann ist es einfach an Absurdität nicht zu überbieten. Vor einer Woche haben wir hier in den Deutschen Bundestag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingebracht. Da geht es um diejenigen, um Qualifizierte, die in den deutschen Arbeitsmarkt einwandern sollen, weil wir sie brauchen aufgrund einer prosperierenden Wirtschaft und einer schwierigen demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft. Und heute geht es mit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht um diejenigen, die nach Deutschland gekommen sind, die ein umfassendes Asylverfahren hatten, gegen das im Übrigen meistens auch geklagt worden ist und deshalb mehrfach festgestellt wurde, dass sie weder über einen Flucht- noch über einen Asylgrund verfügen, damit keine Bleibeperspektive haben und deshalb unser Land wieder verlassen müssen. Und liebe Frau Jelpke, da geht es einfach nicht, dass Sie in Ihrer Rede hier relativierend über das Recht sprechen. Das spricht tatsächlich unserer Debatte von 70 Jahre Grundgesetz Hohn. Recht lässt sich nicht relativieren. Recht muss durchgesetzt werden. Das ist unsere Verpflichtung. Darum geht es. Um nichts weniger und um nichts mehr. Und deshalb, glaube ich, müssen wir alles dafür tun, dass wir geltendes Recht auch tatsächlich umsetzen können. Und es ist in dieser Debatte benannt worden. Das schaffen wir aktuell trotz erheblicher Anstrengungen noch nicht so, wie wir es wollen. Bei 240.000 vollziehbar Ausreisepflichtigen und dieser Zahl, die absehbar steigen wird, weil wir derzeit knapp 300.000 Menschen haben, die vor Gericht gegen ihren Asylbescheid klagen, obwohl wir derzeit eine Aufhebensquote von gerade mal 17% haben, was für die Qualität der BAMF-Bescheide spricht. Deshalb müssen wir an dieser Stelle etwas tun. Auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr mehr Rückführungen gescheitert als gelungen sind, zeigt, dass wir die Instrumentarien, die uns das Aufenthaltsgesetz gibt, nachschärfen müssen, praxistauglicher ausgestalten müssen. Und genau das tut der von Minister Seehofer vorgelegte Gesetzentwurf. Deshalb brauchen wir diese Gesetzesnachschärfung, meine Damen und Herren. Wir müssen etwas dagegen tun, dass 8.000 Rückführungen am Abflugtag gescheitert sind, weil man der Menschen nicht habhaft geworden sind. Wir müssen etwas dagegen tun, dass Menschen kurzfristig untertauchen. Und dafür brauchen wir die Möglichkeiten des Ausreisegewahrsams, dafür brauchen wir die Möglichkeiten der Abschiebehaft und dafür müssen wir die notwendigen praxistauglichen Voraussetzungen schaffen, indem beispielsweise Gerichten nicht mehr ermöglicht wird, eine Fluchtgefahr als Voraussetzung hineinzulesen, wo sie tatbestandlich gar nicht erforderlich ist. Und das tun wir mit diesem Gesetzentwurf. Und lassen Sie mich am Schluss noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der auch wichtig ist. Neben der Nachschärfung von Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft und der Unterscheidung von denjenigen, die selber dafür verantwortlich sind, dass sie als Geduldete unser Land nicht verlassen können und denen, die das eben nicht zu verantworten haben, indem wir einen neuen Rechtstatbestand mit der Duldung mit ungeklärter Identität schaffen. Das ist dringend notwendig. Über die Konsequenzen hat Minister Seehofer gesprochen. Und weil es tatsächlich stimmt, dass Abschiebungen etwas sind, was für alle Beteiligten mit äußersten Herausforderungen verbunden ist, müssen wir alles dafür tun, sie weitestgehend zu verhindern. Und deswegen geht es tatsächlich auch um andere Dinge. Neben dem Schutz der Grenzen, der Durchsetzung der Ausreisepflicht, eben vor allen Dingen auch darum, dass Sekundärmigration in Europa möglichst verhindert wird. Und wenn ich mir anschaue, dass wir im letzten Jahr 55.000 sogenannte Dublin-Überstellungsersuchen hatten, dann muss man sagen, sind es 55.000 Menschen, die hier waren, obwohl sie in einem anderen europäischen Land bereits einen Asylantrag gestellt haben. Und es war ein einstimmiger Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Dezember des letzten Jahres,
der die Bundesregierung gebeten hat, dafür zu sorgen, dass in diesen Fällen abgesenkte Leistungen vergeben werden. Das ist ein effektives Mittel, um Sekundärmigration zu verhindern. Und deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir das durchsetzen. Jetzt diskutieren wir in den nächsten Wochen all die Gesetze. Kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. All die Gesetze, die auf dem Tisch liegen. Und ich bin sicher, dass wir zu einem guten Ende sie führen können. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Professor Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.